Herrschaften ist, wenn die Herrschaften da links unten, die basteln da ein bisschen für den Zulauf und für die ganze Strom- und Pumpenführung an der Zisterne miteinander. Und der Backer vorne im Hintergrund füllt jetzt nochmal die letzte Baugrube. Und dann haben wir heute alles eingraben, was wir eingraben müssen. Und morgen kommt nur der Kies und dann haben wir das Erdarbeiten-Thema beendet. Endlich. Wir sind heilfroh, weil es ziemlich nervenaufreibend ist. Wir haben schlaflose Nächte bereitet. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das zweite Mal an Erdwärmetauscher verlegen werden. Erdarbeiten. Ihr seht, es ist etwas kälter geworden. Ich habe schon wieder meine Winterjacke und einen Schal an. Also wir haben richtig Glück gehabt beim Wetter. Während die zwei Wochen, wo wir jetzt gerammt haben, war immer Sonnenschein. Es war immer relativ warm. Toi, toi, toi. Gestern haben sie einen Backer geholt und über Nacht hat es Ringer und jetzt heute auch Schneien angefangen. Von dem her haben wir wirklich Glück gehabt. So, es schaut jetzt wie folgt aus. Wir haben jetzt einen Kies drin, Rollkiesel, 16-32 habe ich gelernt, also 16 mm bis 32 mm Steingröße, ungewaschen. Wir hoffen, dass es jetzt noch einmal gescheit drauf renkt, dass er noch gewaschen ist. Schauen wir, ob wir das Glück haben. Ansonsten seht ihr jetzt da so pinke Punkte im Kies und vielleicht auch, wenn man rechts unten sieht, grüne Punkte. Die grünen sind jetzt unsere Hauseckpunkte. Und die pinken Punkte, die sind die Punkte, wo noch die Schraubfundamente reinkommen. Da geht es nächste Woche weiter damit. Jetzt haben wir natürlich aus Unerfahrenheit nochmal was Neues dazu gekriegt. Wir haben mit dem Zimmerer geredet, haben alles durchgesprochen. Und ja, dann fragt er uns, wo wir denn das Christi da sollen. Dann haben wir gesagt, ja, ums Haus rum. Ja, ihr braucht da einen Meter Platz. Ja, das Ganze haben wir nicht so bedacht. Jetzt werden wir nochmal schauen, dass wir unsere Böschung da ein bisschen abgraben. Und das alles ein bisschen stabilisieren, damit wir unser Christ aufstellen können. Da unten, der graue Deckel in der Wiese, ja Wiese, in der ehemaligen Wiese, in dem Lehmbad, das ist unsere Zisterne. Und ganz unten, hinterm Apfelbaum, das ist unser Luftschacht. Gehen wir ein bisschen weiter vor. Dann sehen wir da den orangen Luftschacht hinten ausschauen. Man sieht jetzt nichts mehr von dem ganzen Spuk. Gott sei Dank. Jetzt ist es vorbei mit dem Grom. Jetzt gehen wir bloß noch enthängen. Bis zum nächsten Mal. Servus.